Na gut, man kann es auch übertreiben. Machen wir es so hier für das Gleis. So, das ist jetzt eine Länge von 16. Da komme ich in Kollision mit dem Depot hier. Das ist jetzt nicht so toll. Aber da gibt es eine ganz andere Lösung. Wir bauen das einfach dahin. Hätte ich eigentlich gleich so machen können. Aber naja, egal. Da müssen wahrscheinlich beide weg, wenn ich das so mir angucke. So, gut. Jetzt noch die Länge von 16. Habe ich da eins abgerissen? Ne, passt. Halt. So, dann ist da erstmal die Zufahrt möglich. Und ich denke mal, das mache ich andersrum noch genauso, weil das müsste ja eigentlich passen, wenn vielleicht irgendwann mal hier viel Verkehr ist. Dann müsste man wahrscheinlich dann mal das irgendwie über eine Brücke regeln. So, zack, zack, Fahrtsignale, genau, und auf der anderen Seite genauso. So. Das passt, genau, das passt. Gut, ist natürlich das Problem, dass jetzt Züge, die hier lang fahren, dass sie dort kein Depot haben. Das heißt, wir bauen hier nochmal irgendwie eine Möglichkeit hin. So, gut, da können wir eigentlich das erste Fleisch schon... Ja, was war das jetzt? Habe ich irgendwas weggekriegt? Neue Straße eigentlich? Ein Doppeldeckerbus? Okay. Da können wir jetzt das erste Fleischzeug... ...da jetzt hinbringen. Was haben wir denn da? Oh, 3 Siedenwagen. Das wäre ja witzig, aber fährt plus 80, ne? Viehwagen fährt auch plus 80. Oh, gibt's da noch nichts mit 100 und? Okay. Ja, ich hab's eigentlich müsste man die mit dem Viehwagen transportieren, weil in so einem gedeckten Güterwagen. Ja, komm, nehmen wir einen Viehwagen, ja, fährt zwar plus 80, aber. Oh, was habe ich hier wieder für einen Käse gemacht?
das dann in so einen gedeckten Güterwagen, wo 49 Stück Vieh reinpassen, reinquetschen, da. Das will ich dann auch. Man kann in dem Viehwagen Passagiere transportieren, also null Passagiere. Wollte schon gerade wieder sagen, was soll denn das bitte? So, da haben wir jetzt auch Vieh. Gibt's das schon? Nö. Und dann müssen wir es noch von da. Achso, wir machen es von hier unten. Da ist ja auch noch Vieh. Nehmen wir erstmal den hier oben. So, der muss einfach bloß hier rüber. Da schiebe ich das Signal sehr ungünstig. Das Flugzeug erhältlich McDonnell Douglas MD-81. So, und für die Rückstrecke. Ich glaube, ich muss das hier anders machen. Dann kann ich nämlich mit dem Tunnel direkt hier rauskommen und das ist so eine sinnvollere Lösung. So, genau, der Tunnel. Nee, wo kommt der raus? Dort. Ja, genau. Das, wenn ich hier so erhöhe. Ja. Genau, so, dann haben wir direkt hier das so gemacht und jetzt können wir den Viehtransporter fahren lassen. Gut, wenn das, na, das dauert natürlich auch das Beladen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sinnvoller, die Züge zu nehmen, die weniger Vieh, weil dann ist das Ding einfach schneller voll. So. Halbe Million hat er schon gemacht, also es lohnt sich, der Zug. Und jetzt hier unten. Für das Vieh würde ich einfach hier so ein Bahnhofsgleis hier anflanschen und dann ganzen Spaß einfach hier so anbinden. Und zwar so, ganz einfach. Da mache ich jetzt ja keine Hudeleien. So. Den wieder. Schicken den dahin und dann fertig. So, hätten wir hier die Strecke aufgebaut. So, genau, da kann jetzt noch die Ofenkäseproduktion starten. Was haben wir hier hinten noch? Das ist Bohnen und ach, hier gibt es auch noch Vieh. Könnte man auch noch wegbringen. Das könnte man einfach hier rüber transferieren, fast schon. Das auch noch Vieh. Oh, die Fleischerei hat ja ganz schön was zu tun dann. Die haben auch Vieh.
übel. Ja, wir gucken erstmal. Ansonsten müsste man, wie gesagt, das Vieh von hier könnte man dann mit dem LKW da drüber bringen. So, es fährt auch tatsächlich hier rüber. Gucken wir mal, was er einbringt. So, gleich ist er da. Jetzt einfach in den Bahnhof anhalten, entladen, was bis 68%. Na gut, 120, das ist. Klingt nicht schlecht. Der lädt auch schon ein. So, jetzt würde ich aber erstmal die Städte, die hier sind, anbinden. Da haben wir dort hinten einen, da haben wir 4 Stück, dort unten. Achso, wir können erstmal gucken, ob die hier. Finden die mich immer noch scheiße? Mittelmäßig. Kann ich da die 2 jetzt abreißen wenigstens? Nee, verweigern das immer noch. Na gut, ist ja in Ordnung, wenn sie keinen Bock drauf haben. Tja, wie bindet man diese 4 Städte jetzt hier an? Ich hätte fast schon gedacht, dass man einfach hier so einen Ring baut. Wo die im Kreis fahren. Und wenn man das geschickt baut, könnte man da die Hotels sogar noch mit einbeziehen. Hier ist natürlich so ein blöder Wertstoffhof im Weg.